Startstoß für das 28. 24-Stunden-Schwimmen der Berliner Wasserratten. Die einzigartige Veranstaltung ist wieder einmal ein großes Schwimmfest für alle. Genau, ich schwimme einfach gern und wollte das unbedingt mal ausprobieren. Ich habe schon gesagt, manche Leute wollen gerne über Nacht in ein Kaufhaus eingesperrt werden, ich gerne in ein Schwimmbad. Und man hat halt 24 Stunden, kann man im Schwimmbad sein. Und deswegen habe ich letztes Jahr das erste Mal mitgemacht und jetzt dieses Jahr auch wieder. 24 Stunden schwimmen, solange man Lust und Laune hat. Egal ob Sportschwimmer oder Wasserratte, jeder kann so viel schwimmen, wie man mag oder eben kann. Die geschwommenen Strecken werden natürlich genauestens von den HelferInnen der Berliner Wasserratten mitverfolgt. Auch für sie ist das 24-Stunden-Schwimmen immer etwas ganz Besonderes. Das bedeutet mir sehr viel, weil ich selber die Möglichkeit habe zu schwimmen. Ich kann an der Staffel mitschwimmen, es kann auf Zeit geschwommen werden. Aber ich kann auch so schwimmen und einfach Spaß und Freude an der Bewegung haben. Aber es wird nicht nur geschwommen. Denn jeder, der Lust hat, kann sich einfach mal ausprobieren. Zum Beispiel beim Schnuppertauchen. So oder so ist das 24-Stunden-Schwimmen aber beliebter denn je. Ein großer Ansturm, aber es ist ja auch für alle etwas dabei. Das heißt, auch ich und ältere Menschen können hier tatsächlich ganz normal schwimmen und sozusagen auch Rekorde aufstellen. Und für die, die sozusagen besonders lange durchhalten, die längste Strecke wird gewertet und kriegt einen Pokal. Von der Medaille bis zur Urkunde, welche jeder Teilnehmende bekommt, hier wird wirklich auf jedes Detail geachtet und man merkt sofort, dass die Berliner Wasserratten mit viel Herzblut dabei sind. Natürlich sollen auch die besten Leistungen belohnt werden, doch genauso schön ist es auch, wenn man das selbstgestellte Ziel erreicht hat. Ich hatte mir erst vorgenommen, ach, vielleicht so 30 Kilometer. Und dann kam ich aber so beim Schwimmen auf die Idee, die Schwimmstrecke vom Deka zu probieren. Weil das lief gut und hat Spaß gemacht. Dann habe ich gedacht, ach, dann probierst du es einfach mal. Ja, ich wollte unbedingt die 10 Kilometer schaffen. Und auch, wir haben eine 2 Minuten Abgangszeit gehabt, die wollte ich auch durchhalten. Und das hat echt gut geklappt. Wir sind immer so bei 1,30 angekommen, hatten dann noch so ungefähr 30 Sekunden Pause. Und das haben wir alle erreicht. Am frühen Morgen oder mitten in der Nacht. Der Ansturm so groß wie lange nicht mehr. Das 24-Stunden-Schwimmen begeistert auch dieses Mal wieder viele wasserbegeisterte BerlinerInnen. Bleibt nur zu sagen, bis zum nächsten Mal.